Ich will nicht. Wieso? Missfällt sie Ihnen? Oder können Sie nicht? Ich habe diese Worte schon 100.000 Mal bis zum Auskotzen ausgesprochen. Schon nur, wenn ich sie höre, wird mir schlecht. Doch nur, um der Kleinen eine Freude zu machen. Wozu? Verstehe. Wenn es darum geht, für Sie eine Freude zu machen, dann finden Sie die richtigen Worte. Wenn es aber darum geht, jemand anderem eine Freude zu machen, dann drücken Sie sich. Nun, meine Kleine, geben Sie mir einen Tipp. Womit soll ich denn anfangen? Mit dem Mond oder mit den Sternen oder Blumen oder Tiere oder gleich mit Ihnen? Gleich mit mir. Fein. Ja, sehr gut. Was? Ja, das machen Sie schon sehr gut, dass Sie so schüchtern sind. Ja, sehr gut, weiter so. Aber ich tue doch nicht so, also... Das meine ich doch, das ist berauschend für mich. Wissen Sie, es ist das erste Mal für mich. Weiter. Sie sind sehr hübsch, mein Fräulein. Oh, Sie sind auch sehr hübsch. Was? Na, so dumm zu sein. Wenn man verliebt ist, wird man immer ein bisschen dumm. Laura, meine Herren, lassen Sie mich bitte alleine. Ich möchte mit Julian reden. Kommt überhaupt nicht in Frage. Der Magier hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht, nicht wahr? Laura, ich meine es ernst. Ich aber auch. Zumindest hätte ich es gerne gehabt. Ich habe mit Julian zu reden. Julian, Sie befinden sich noch immer im Operationssaal. Das Team hat soeben mehrere innere Blutungen bei Ihnen festgestellt. Werde ich mich erholen? Die tun ihr Mögliches. Sie machen gerade eine sehr schwierige Phase durch. Warum sagen Sie mir das? Um es Ihnen nicht zu verheimlichen. Ist das alles? Das reicht doch, oder? Haben Sie keine Angst? Ich möchte Sie sehen, an meiner Stelle. Ich bin an Ihrer Stelle. Oh. Sie haben recht. Nichts ist so verbreitet, wie sich einzigartig zu fühlen. Wenn Sie in einem Koffer reisen müssen, was hätten Sie lieber?
Einen Koffer gefüttert mit Nägeln oder mit Seide? Seide? Haben Sie keine Angst. Da Sie sowieso nicht wissen, womit der Koffer gefüttert sein wird, stellen Sie sich einfach vor, es wäre Seide. Haben Sie Vertrauen. Wissen Sie vielleicht, was uns da oben erwartet? Ich habe Hoffnung. Wie kann man nur so optimistisch sein? Wenn einem nichts anderes übrig bleibt. Ich bin es gewohnt, voller Unternehmungsgeist zu sein. Wahrscheinlich deshalb, weil meine Muskeln das nicht können. Ich liebe das Leben mit einer Liebe, die nicht erwidert wird. Daher ist sie umso stärker. Sie müssen den Männern sehr gefallen. Nein. Auf der Erde mache ich Männern Angst. Es ist leider so, aber ein normaler Junge verliebt sich nicht in mich. Jeder weiß, dass ich nicht lange zu leben habe. Jeder weiß, dass ich nicht schwanger werden, keine Kinder kriegen kann. Ich biete keine Zukunft. Ich glaube Ihnen nicht. Einmal hat mir ein junger Mann den Hof gemacht. Er rufte mich an, er besuchte mich, er schickte mir Blumen. Er sagte mir, ich sei die wichtigste Frau in seinem Leben. Fast hätte ich ihm geglaubt. Dann hat mir eine Freundin seine Geschichte erzählt. Seine Zwillingsschwester war vor Jahren an einer Krankheit gestorben. Er konnte sich damit nicht abfinden, er wollte es wieder gut machen. Verstehen Sie? Und durch mich wandte er sich an eine andere. Ich habe mich geweigert, ihn wiederzusehen. Am schlimmsten war, dass er dadurch sehr unglücklich wurde. Und heute? Heute ist er verheiratet mit einer ganz normalen Frau, die ein Kind von ihm erwartet. Er schwimmt im Glück. Seine Liebe zu mir war nur ein Teil seiner Trauer. Ich hasse Mitleid. Ich will kein Mitleid. Ich bin beschmutzt von Mitleid. Finden Sie mich zu hochmütig? Bestimmt muss ich sterben. Ich habe Angst. Haben Sie keine Angst. Ich habe niemals Angst. Laura, ich habe Angst. Erzählen Sie mir was. Schnell, bitte. Ich habe nur mehr eine Minute. Wo wohnen Sie? Gibt's auch einen Strand? Ja, einen langen, weißen und blauen Strand. Ich liebe es, wenn man mit mir auf der Promenade spazieren geht. Was noch? Erzählen Sie mir mehr. Ich liebe Musik hören und die Stille bei Musik hören. Was noch? Bücher verschlingen, überleben, die ich niemals leben werde. Was noch? Was noch? Ich glaube, ich wäre gern verliebt. In diesem Augenblick, als Sie vom Fahrstuhl ausgestiegen sind, da war ich erstaunt, wie eine Perle einer wilden Auster. Ich dachte mir, ich bin nicht schön. Aber was tut's, wenn sie schön ist für zwei? Schweigen Sie! Dann hat sie Dr. S. Dann hat sie der Dr. Laura genannt. Zwei Silben, Laura, zwei Töne, bei denen sich der Mund zu einem Kuss formt. Ich dachte mir, ich heiße nur Julian, aber was tut's, wenn sie Musik ist für zwei? Schweigen Sie! Dann hat sich
Dr. Isaacs, dann haben Sie den Doktor die Stirn geboten. Wie eine Galionsfigur, die da wischt. Trotz den Schaum und den Sturm. Ich dachte mir, ich bin nicht mutig. Aber was tut's, wenn sie mutig ist für zwei? Schweigen Sie! Und als ich ihre Stärke sah, spürte ich zugleich ihre Schwäche und dachte mir, vielleicht reiche ich ihr meine Hand in einem anderen Leben, in einem nicht so verfehlten, würde ich ihr beide Hände reichen. Das war's, was ich Ihnen sagen wollte. Und selbst in diesem Augenblick gibt es was ich Ihnen nicht gesagt habe. Dass ich gerne mit Ihnen im großen Haus am Strand sein möchte. Mit Ihnen Musik und die Stille hoffen. Und dass ein bisschen weniger lesen und ein bisschen mehr leben. Schweigen Sie! Und selbst jetzt verspüre ich eine Erregung, die mir die Luft zum Atmen nimmt. Seltsam. Ich verspüre keine Angst mehr. Das war ein falscher Alarm. Ihre Stunde ist noch nicht gekommen. Manchmal geschieht so etwas. Selten. Während der Operation wäre fast etwas passiert. Ich lasse Sie jetzt allein. Ich bin untröstlich wegen dieses Missverständnisses.